meinem neunten Film möchte ich jetzt anknüpfen an diese Idee von Etienne Wenger von der Community of Practice, wenn Sie sich erinnern an den letzten Film. Da war ja die Aussage, dass es informelle Lernprozesse gibt, die dann sowas wie eine soziale Gemeinschaft, eine soziale Gruppengefühl, Zugehörigkeit machen. Jetzt geht es mir darum, so zwei spezifische Konzepte vorzustellen, die ich aus der Beschäftigung, aus den virtuellen Lernwelten unseres Fachbereiches entnommen habe. Und das sind einerseits diese hybriden Ateliers, also diese Lern- und Arbeitsräume, in denen wir uns jetzt gerade befinden letzten Endes. Und dann eben diese Theorie, die sich daraus ergibt, was es eigentlich ausmacht, Gestaltung zu lernen in diesen Räumen. Und dazu habe ich zunächst mal die Sichtbarkeit als zentrales Phänomen modelliert. Das sieht dann so aus, das Werk, das sichtbare Werk im Zentrum steht und da sozusagen in diesem didaktischen Dreieck, was ja auf Schulmeister zurückgeht, zwischen den Lernenden steht, der Gruppe und natürlich dem Lehrenden, der spielt natürlich auch eine kleine Rolle. Aber das Thema ist eben die Sichtbarkeit. Ohne diese Sichtbarkeit würde diese Gruppe, ne, Etienne Wenger spricht von der Community of Practice, nicht entstehen. Und was wesentlich ist, ist, dass dieses hybride Atelier entsteht, und das würde ich dann mal so darstellen, dass es also hier so ein Schnittpunkt gibt von den internen Faktoren, die ich jetzt im Laufe der Filme auch schon angeschnitten habe, und den externen Faktoren, insbesondere diese Kommunikation, die sich ergibt, wo eben dieses hybride Atelier quasi auch halbdurchlässig wird, semipermeabel. Ich mag diesen Ausdruck ganz gern, weil er quasi ausdrückt, dass ich selbst entscheide, wann ich sozusagen kommuniziere oder Kommunikation zulasse und wann nicht. Ne? Also gerade dieses Thema der Diastase ist so ein Thema, dass es also darum geht, eben keine Kommunikation zuzulassen, weil die sozusagen gerade nicht gebraucht wird. Ja, das in Kürze zum hybriden Atelier, was gleichzeitig auch so ein Kern eigentlich dieser Beschäftigung darstellt, wie dieses Lernen eben passiert durch einerseits selbst hergestellte Strukturen, durch selbst organisierte Strukturen, aber eben auch Strukturen und Infrastrukturen auch der digitalen Gesellschaft, wenn man so will, also Hardware und Software, die man dazu eben benutzen kann. Ja, dieses hybride Atelier ist eigentlich mehr als ein Konzept, weil es beschreibt einerseits mentale Umbauten und architektonische Umbauten. Der mentale Umbau, der passiert eben, dass man eben sich einer Gruppe zugehörig fühlt, sich auch selbst neu definiert als jemand, der Design studiert und so weiter. Alles, was damit zusammenhängt mit dieser Statuspassage, das ist die eine Ebene. Und das andere sind tatsächlich physische Umbauten, die Sie wahrscheinlich selbst kennen. Also Sie haben einen Studientisch eingeräumt oder Sie haben etwas umdefiniert, von wegen, da mache ich jetzt nicht mehr meine Näharbeiten, sondern da mache ich jetzt mein Studium, bis hin zu wirklichen Anbauten, dass jemand sein Haus oder seine Wohnung quasi auch tatsächlich umbauen und sagt, das ist mein Bereich, in dem ich jetzt arbeiten werde. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Symbolik, die eine ganz ergreifende Romantik für mich hat, zu sagen, ich bin jetzt ein anderer, also brauche ich auch andere Räume. Und das finde ich also unglaublich interessant, wenn ich dann eben sowas mitbekomme in den Interviews, die ich geführt habe. Und insofern kann ich mit dem Appell dann schließen, dass man sozusagen, dass Sie nicht allein sind damit, dass andere damit eben auch zu tun haben, dass eine Veränderung im Kopf, eine Veränderung der Identität auch eine Veränderung des Raumes erzeugt und umgekehrt. Ja? Also das ist eine Frage nach Henne und Ei. Und insofern sind das zwei ganz zentrale Konzepte, diese hybriden Ateliers und die damit einhergehenden Identitätswandel. Ja, in diesem Sinne, auf bald. Tschüss.